Schön, dass du wieder hier bist. In diesem Video lernst du einen spirituellen Trick, der definitiv nachhaltig und grundlegend dein Leben verändern wird. Ich sage das so konkret, weil er mein Leben verändert hat. Und ich bin ganz ehrlich zu dir: Auch ich lebe nicht hinterm Mond. Ich weiß, was hier abgeht auf YouTube. Ich kenne Clickbait, reißerische Überschriften etc. Und ich weiß auch leider dass sie in den seltensten Fällen nur das halten, was sie versprechen. Genau das soll in diesem Video aber anders sein und ich bitte dich darum, sei streng mit mir. Wenn dem nicht so ist, schreib es mir gerne in die Kommentare. Ich bin auf jeden Fall stets bemüht, mich genau an das zu halten, was ich in den Überschriften auch verspreche. So, ein spiritueller Trick, der dein Leben grundlegend verändern soll. Was kann das sein? Der Punkt ist der folgende. Zuerst mal, bevor ich auf das Thema eingehe, möchte ich dir eine Buchempfehlung aussprechen. Nämlich bekommen immer öfter Nachrichten im Sinne von, hey, was liest du aktuell, was kannst du empfehlen? Und in diesem Fall ist es das Buch hier. Das ist die Autobiografie von, der Typ heißt Paramahansa Yogananda. Paramahansa ist, soweit ich weiß, lediglich ein Titel in Indien. Yogananda ist der Name des guten Mannes. Und ähm, das ist nicht nur eine Autobiografie eines Yogi, sondern ähm, es gibt auch etliche Rezensionen von der New York Times, von etlichen Leuten, findet man auch zu Beginn des Buches. Und wenn nur ein Drittel von dem stimmt, was in diesem Buch beschrieben ist, dann müssten wir die komplette Wissenschaft neu und grundlegend neu schreiben. Ich möchte dieses Video beginnen damit, dass du verstehst, warum das, was ich dir hier erzählen will, wirklich so elementar und so grundlegend ist. Wir alle wollen in der Regel eine Sache, wir wollen glücklich sein und wir alle streben nach diesem Glück auf unterschiedlichsten Wegen. Es gibt, vielleicht wirst du es kennen, ich kann es hier unter diesem Video mal verlinken, ein, dieses bekannte Marshmallow-Experiment, wo ähm, Wissenschaftler bei Kindern gesagt haben, pass auf. Hier, liebes Kind, setz dich hier hin. Ähm, hier vor dir liegt ein Marshmallow. Du kannst den Marshmallow jederzeit essen, aber wenn du Zeitraum X darauf verzichtest, diesen Marshmallow zu essen, bekommst du noch einen zweiten dazu. Und daran machte sich schon deutlich im Prinzip, wie sich manche Kinder entwickeln werden. Die einen, die waren unbedingt darauf aus, die haben es nicht ausgehalten, die brauchten jetzt diesen Marshmallow für die schnelle Freude, haben am Ende natürlich keinen zweiten bekommen. Und diejenigen, die sich so weit kontrollieren konnten, dass sie gesagt haben, okay, ich kann ihn jetzt essen, ich habe auch Bock drauf, aber ich verzichte darauf, dann habe ich am Ende zwei. Das waren oftmals diejenigen, die äh, wo sich abgezeichnet hat, dass die auch später entsprechende Verhaltensweisen in Bezug auf Geld beispielsweise an den Tag legen werden. Und warum erzähle ich das jetzt hier und was ist dieser spirituelle Trick dahinter? Wir alle sind im Prinzip Junkies. Wir alle sind süchtig nach verschiedenen Sachen und ich schließe mich davon nicht aus. Ich war wahrscheinlich einer der schlimmsten. <laughs> so in Bezug auf viele Themen im Leben. Ähm, bei manchen sind es Drogen, bei manchen Alkohol, Zigaretten. Aber es geht auch viel subtiler. Die gleiche, die gleiche Sucht haben wir bei Thema Zucker. Ich brauche meine Süßigkeiten, ich brauche die Schokolade etc. Sonst bin ich nicht glücklich. Ich brauche Pornos. Sonst bin ich nicht glücklich. Ich brauche Sex, sonst bin ich nicht glücklich. Ne? All, diese, all diese Sachen sind aus biologischer Sicht gar nicht so weit auseinander. Machen wir uns nichts vor. Wenn du die Heroin spritzt, ist das aus gesundheitlicher Sicht wesentlich bedenklicher, als wenn du dir ein Porno anmachst. Das ist so. Das, ist, das steht auch überhaupt nicht zur Debatte. Aber aus biologischer Sicht, was dahinter steckt, ist, wir werden süchtig nach dem Dopaminausstoß, den wir uns von diesen Sachen erhoffen. Meine grundlegendste Veränderung im Bereich der Spiritualität und das ist auch steht in direktem Zusammenhang zu dem Trick, den ich dir hier erzählen möchte, hatte zur Folge, dass ich von genau diesem Punkt es geschafft habe, mich wegzuentwickeln, von genau dieser reaktiven Haltung, wo ich das Gefühl habe, ich bin unglücklich und jetzt brauche ich Süßigkeiten, jetzt brauche ich ein Porno, jetzt brauche ich Sex, jetzt brauche ich Alkohol, jetzt muss ich mich, äh, jetzt muss ich feiern gehen mit meinen Freunden und so weiter, von genau da bin ich weggekommen. Denn in dem Moment, wo wir stets nach dem Glück im Außen streben, sind wir reaktiv. Wir merken, okay, ich fühle mich gerade nicht so gut und ich brauche irgendwas, um das zu kompensieren. Ähm, Handys, Social Media, Alkohol, Zucker, Drogen, Alkohol, Nikotin und so weiter, Koffein etc. Das heißt... Du bist im Prinzip dein ganzes Leben lang in einer Spirale, wo du irgendwas in dir merkst oder auf irgendwas Bock bekommst und dann wie, und das klingt jetzt sehr hart, aber ich bin auch sehr hart mit mir selbst ins Gericht gegangen, deshalb formuliere ich das so, wie ein läufiger Hund im Prinzip da bist und die ganze Zeit nach, nach diesen Dingen im Außen strebst. Und natürlich kannst du nicht wirklich spirituell enorm viel wachsen, wenn du dich in diesem Zustand auf der materiellen Ebene befindest, wo du permanent nach materiellen Sachen im Außen strebst, nach den 1-Euro-Artikeln, nach Nikotin, nach Zucker etc., ähm, damit du glücklich bist. Es ist bekannt, und ich habe es schon oft erwähnt, dass wir das wahre Glück nur in uns finden können. Die Frage ist jetzt aber, wie genau kommen wir dahin? Wie finden wir das? Und das finden wir auf genau diesem Wege, indem wir weggehen von diesen Reizen im Außen und uns stattdessen unserem Inneren widmen. Das ist der Grund, warum viele Mönche oder Yogis oder Heilige oder Pfarrer oder sonst was in Askese leben oder abstinent leben. Auf Alkohol verzichten, auf Sex verzichten, ähm, das Zölibat abgeben etc. Das soll jetzt hier keine Grundsatzdebatte sein. Und um ehrlich zu sein, wir sind ja hier unter uns, ähm, diese ganze Sexverzicht-Zölibat-Geschichte, das ist ein zweischneidiges Schwert. Ich glaube, die Wahrheit liegt nie in einem Extrem. Ich glaube, die Wahrheit liegt nie darin zu sagen, ich ähm, trinke nie wieder Alkohol, ich habe nie wieder Sex und so weiter. Das ist eine Sache, die die Kirche uns sagen will gegebenenfalls. Ich glaube nicht, dass die Wahrheit da liegt. Ich glaube, die Wahrheit liegt in dem richtigen Umgang mit allen Dingen ähm, und darin, ein vernünftiges Maß zu finden. Alkohol ist ähm, mit Sicherheit nicht gut für den Körper. Das steht komplett außer Debatte und ich will das nicht verharmlosen. Der Punkt ist aber, Alkohol wird dann zur Qual wenn der Alkohol uns beherrscht in dem Moment, wo wir den Alkohol brauchen, um glücklich zu sein, und wir nicht mehr in der Lage sind, ohne Alkohol glücklich zu sein. Genauso ist es mit Süßigkeiten. Es ist wahrscheinlich nicht besonders schlimm für den Körper, wenn wir in gelegentlichen Abständen mal was Süßes essen oder ein Riegel Schokolade. Schlimm ist es aber, dass wenn wir jeden Abend nicht schlafen können oder uns schlecht fühlen oder uns tagsüber schlecht fühlen, wenn wir unsere Süßigkeiten nicht bekommen. Denn dann wird unser Leben von den Süßigkeiten, von dem Alkohol, von dem Nikotin, von, von der Pornografie etc. bestimmt, anstatt dass wir unser Leben proaktiv bestimmen, und irgendwann sagen, Mensch, heute habe ich einen guten Tag, heute habe ich mal Lust auf ein Bier. Machen wir es genau umgekehrt. Und genau da liegt der Fehler. Es kann ein guter Weg und ein guter Einstieg sein, wenn du dir einen festen Rahmen setzt, wo du sagst, so vier Wochen lang oder acht Wochen lang oder drei Monate lang verzichte ich jetzt auf XYZ, je nachdem ganz individuell, was deine Laster sind. Wenn. Du mit dem Thema ähm, Süßigkeiten beispielsweise überhaupt kein Problem hast, dann bringt das nichts, wenn ich dir jetzt dogmatisch eine Liste schreibe. So wirst du spiritueller. Punkt Nummer 1, verzichte auf Süßigkeiten. Denn das ist gar nicht dein Thema. Ne? Du musst für dich individuell gucken, okay, was sind die Stellschrauben? Ohne was könnte ich nicht leben. Sondern wenn du das weißt, dann hast du automatisch genau die Themen, wo du genauer hinschauen kannst. Aber wie kommst du jetzt da weg? Wie kommst du weg aus dieser Reaktivität, wo du diese Sachen im Außen brauchst? Und das kann genauso gut dein Partner sein, beispielsweise, hin zu dem, wo du aus dir selbst heraus agierst und dir aussuchen kannst, als freier Mensch, das möchte ich haben, das möchte ich jetzt machen, jetzt belasse ich es dabei, jetzt ist gut, jetzt möchte ich wieder und so weiter. Und diese, dieser Schlüssel ist, dass wir uns entwickeln müssen von einem reaktiven. Und schreibt dir diesen Satz auf, der ist wirklich, das ist einer der Sätze, die mir in den, in den zehn Jahren, in all den Videos gemacht, äh, die ich gemacht habe, wahrscheinlich einer der wichtigsten Sätze ist. Das Ziel ist die Entwicklung von einem reaktiven zu einem proaktiven Menschen. Und das, was ich gerade beschrieben habe, ist genau das, was damit gemeint ist. Wir müssen wegkommen von dem Animalischen, wo wir quasi der läufige Hund sind, der jedem Geruch und jedem Eindruck im Außen und jedem Futter und so weiter sofort hinterher rennt. Er sieht irgendwas und ne, wir sind gar nicht mehr Geist, wir sind gar nicht mehr klar, wir sind gar nicht mehr fokussiert, sondern durch jede Kleinigkeit im Außen lassen wir uns direkt ablenken. Von genau dieser reaktiven Verhaltensweise müssen wir weg hin uns entwickeln zu mehr Geist, zu mehr Bewusstsein, wie man auch sagen würde, in der Spiritualität. Und umso bewusster wir sind, umso weniger sind wir logischerweise unbewusst. Und umso weniger unbewusst wir sind, umso weniger sind wir reaktiv. Und umso weniger wir reaktiv sind, umso mehr sind wir Herr über unser eigenes über unser eigenes Leben anstatt quasi ähm, von unserem Leben beherrscht zu werden. Und genau das ist der Life-Changer, über den ich hier in diesem Video rede. Denn solange du das Gefühl hast, du bist den Umständen in deinem Leben ausgesetzt und du kannst nichts mehr machen, sind dir die Hände gebunden. Aber umso bewusster du wirst, umso klarer du wirst, umso mehr du Ursache und Wirkung erkennst. Umso mehr hast du die Zügel in der Hand, umso mehr kannst du bestimmen, okay, das habe ich jetzt die letzten Jahre so gemacht, das möchte ich jetzt gerne anders machen, weil ich möchte andere Ergebnisse haben. Um diese Klarheit zu bekommen, um diese Weitsicht zu bekommen, musst du aber raus aus dieser Reaktivität, wo du abhängig bist von deinen Lebensumständen und immer mehr zu dir kommen. Und wenn du jetzt wissen willst, wie genau du bewusster wirst, das ist ja eine sinnige Frage, dann habe ich hier unter dem Video einen Link für dich zu dem Life Transformation Coaching. Trag da ein. Ich rufe dich an. Wir arbeiten zusammen und verändern dein Leben grundsätzlich. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da. Abonniere den Kanal und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Adios.